Hallo liebe YouTube-Gemeinde! So, unser Hochbeet ist fertig. Auf der linken Seite hier, auf der linken Seite, da haben wir Salat gesetzt. Und jetzt setzen wir auf der anderen Seite Kartoffeln. Was der Vorteil ist, bei meinem Hochbeet, da braucht man nicht so einen großen Abstand, als wenn man jetzt im Freiland ansetzt, weil wir können hier unbegrenzt Erde draufschütten und so schön anhäufeln. Da, was ich jetzt gemacht habe, ist eine Furche gezogen und wie man jetzt die Kartoffeln hineinpflanzt, das zeige ich euch. So, man sieht, die Kartoffeln haben schon schön ausgetrieben und wir setzen sie mit den Trieben nach oben in die Erde. Ihr könnt sehen, man kann recht eng setzen, weil wir dann den Vorteil haben, dass wir im Hochbeet viel höher anhäufeln können und sie dann letztendlich doch viel mehr Platz haben, um zu wachsen. So, dann decken wir sie zu. Und machen die nächste Seite. Wir haben jetzt April und sie haben noch Zeit zum Wachsen, noch genügend Zeit. Ja. Die Reihe am Rand. Sobald die Kartoffeln ein Stück herausgewachsen sind, dann häufeln wir sie wieder mit Erde an. Und so einfach ist es, Kartoffeln im Hochbeet zu setzen. So. Dann sage ich danke fürs Zusehen und falls ihr ein Hochbeet baut, so, viel Freude damit und diese Kartoffeln werden super lecker werden, es ist eine alte Rasse. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch würde mich freuen und dann jetzt sage ich bye bye.